Der neue Nissan X-Trail hat uns bereits im letzten Jahr begeistert. Und da waren wir nur im Wiener Umland unterwegs. Wie er sich auf der Straße fährt, das wissen wir ja. Aber weil der X-Trail ja auch irgendwie Cross-Trail heißt, drängt sich die Frage nach der Geländefähigkeit auf. Naja, wir sind gerade mitten auf der Piste und wie er sich im Schnee tut und was er sonst noch kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Optisch passt der große Nissan wunderbar in die malerische Landschaft. Seine Karosserie wirkt gleichzeitig rustikal und elegant. Wie ein Chalet auf vier Rädern. Das kantige Design verleiht dem X-Trail einen wuchtigen Auftritt mit der Anmutung eines 5-Meter-Autos. Gut, die packt er mit etwa 4,7 Metern nicht ganz, Platz gibt es aber trotzdem in Hülle und Fülle. Damit ist er ideal als Familienmobil geeignet. 575 bis 1396 Liter Stauraum bietet der X-Trail mit 5 Sitzplätzen. Wer gerne mehr Personen an Bord hat, kann den großen Japaner auch als 7-Sitzer ordern. Die beinahe rechtwinkelig öffnenden Türen des X-Trail erleichtern das Handling mit Kindern hierbei ungemein. Familienfreund ja, aber eben auch Abenteurer mit Sinn für Komfort. Über den Temperaturen, es hat gerade minus 8, minus 9 Grad, ist es herrlich, dass man alles, was man braucht, beheizen kann. Also die Windschutzscheibe ist beheizt, das Lenkrad ist beheizt und selbstverständlich sind auch die Sitze beheizt. Auch sonst überzeugt uns das Interieur des X-Trail mit guter Aufteilung der Bedienelemente, insgesamt 3 anständig dimensionierte Displays und vor allem mit der hochwertigen Anmutung. Wir haben vor Jahren damit angefangen, es fing an mit Qashqai, dann sind wir jetzt beim X-Trail gelandet. Wir wollen einfach eine deutlich premium-lastige Anmutung haben zu einem erschwinglichen Preis. Aber das war ein Konzept, was wir unbedingt für Europa umsetzen wollen. Haptisch ist der X-Trail-Innenraum also erwähnenswert gut, aber auch technisch ist er up-to-date. Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto funktionieren einwandfrei. Kabelloses Laden ebenfalls. Apropos Laden, der X-Trail mit E-Power-Antrieb fährt zwar elektrisch, laden muss man ihn trotzdem nicht. Er hat ein einzigartiges Antriebskonzept, E-Power genannt. Bei diesem Konzept werden die Räder durch Elektromotoren angetrieben und die Elektromotoren werden durch den Verbrennungsmotoren mit Strom versorgt. Dazwischen ist eine Batterie geschaltet, aber man fährt rein elektrisch mit dem Fahrzeug. Aber keine Probleme bei der Reichweite. Das Zusammenspiel aus Benziner und Elektro verbraucht auf 100 Kilometern nur etwa 6,5 Liter Sprit. Beschleunigt aber, wenn es sein muss, in exakt 7 Sekunden auf Landstraßentempo. Ja, der X-Trail ist ein schnelles Auto, wenn man möchte, aber man genießt halt auch das Langsamfahren, wie zum Beispiel jetzt da, rein im Elektromodus. Hört ihr das? Das ist Stille, nur unterbrochen vom Schnee, der gerade unter den Reifen knirscht. Herrlich. Er kann also schnell, er kann flüsterleise und er kann auch super lustig. Speziell auf rutschiger Fahrbahn und mit ausgeschaltetem ESP lassen sich Pirouetten drehen, lässige Drifts performen und herrlich Unsinn treiben. Natürlich nur auf gesperrter Strecke. So, jetzt hören wir mal mit den Autokunststücken auf, aber wir haben noch ein Kunststück vorbereitet. Roman Rohrmoser auf den Schienen. Ein X. Über dem neuen X-Trail passender geht es eigentlich nicht. Nun aber zum Fazit. Nissan X-Trail E-Force E-Power, ein langer Name passend zu einer langen Liste an Talenten, die dieses Auto hat. Man fährt sauber, mit bis zu 7 Personen, eigentlich auf jeden Untergrund. Besonders spannend hier auf dem Schnee, also ich finde den richtig gut.